hatte ich zuletzt auch im Kletterpark. Da hat es geheißen, ich sollte erstmal einen abseilen. Jetzt habe ich Hausverbot. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Tomb Raider. Jawohl, zu Shadow of the Tomb Raider. Wir müssen jetzt endlich hier aus dem Underground hier raus. Mal dafür gucken. Hab ich nicht genug Platz. Pilsamer genug. So. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie raus. Oh mein Gott. So, wir müssen da rüber. Yes. Aua. Die ist voll aufs Knie gefallen, ich hab's gehört. So, da durch. Gut, dass die Lara echt so schmal ist. So, wir wollen einfach nur hier raus. Das könnte helfen. Oh. Spikes. Nice. Nicinger. So. Okay. So, dann gucken wir mal. Überhangsteigeisen. So, okay. Okay. Opa. Oh mein Gott. Nein. Oh. Das war schon mal, ne? Ich sag zum Abschied leise. Scheiße. So. Jawollo. Jetzt können wir sogar über Kopf. Schon geil. So. Okay. Wunderbar. Sehr schön. Komm, zieh dich hoch. Und yes. Very nice. Neue Höhen haben wir jetzt auch noch freigeschaltet. Ay, wunderbar, Lara hier. Wenn es einmal läuft, gell? So. Okay. Ich glaube, da geht schon wieder weiter. Oh ja. So. Alter Schwede, was ein Kraftaufwand. Aber für die Lara, nö, die macht das ohne Probleme. Die kennt da nichts. Ach du Scheiße. Wie soll denn das funktionieren? Gravitation hier und, ne, verstehst du? Alter. Wage das zu bezweifeln, dass das im Ernstfall tatsächlich so funktionieren würde. Aber gut. Das ist nur meine bescheidene Meinung. Wow. Achtung. Oh. Abseilen. Tja. Das hatte ich zuletzt auch im Kletterpark. Da hat es geheißen, ich sollte erstmal einen abseilen. Jetzt habe ich Hausverbot. So. Wo geht's denn da weiter? Ah, okay. Sehr schön. Komm, Lara, do it. Do it. Yes. Alter Schwede. Wow. So. Okay. Okay.
Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Was? Alter. Ach, du Heiland vom Eiland. Meine Fresse. So, sind wir jetzt bald mal da? Kann's doch nicht sein. So. Okay. Zack. Auch wieder weg. Yeah! Sehr schön. Wunderbare Haltungsnoten, die liebe Lara. So. Okay. Ich glaube, wir müssen da durch, ne? Ja. Komm. So. Jawollo. Okay. Oh, da müssen wir wieder aufpassen. Da sind, glaube ich, wieder Piranhas und so. Nicht gerade ohne. Und da tauchen wir am besten mal wieder auf. So. Jawohl. Sehr schön, liebe Lara. Da geht's weiter. Ja, schnelles Tauchen haben wir ja eh schon aktiviert. Beziehungsweise schnelles Schwimmen. So. Durch diese hohle Gasse muss sie kommen. Yes, Baby. So ist das. Okay, so. Jetzt sind wir wieder da. Ja, genau. Holen wir erstmal dein Zeug wieder raus. Yeah. Ohne Uzi geht halt nichts. So. Okay, wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt. Mal gucken. Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind, es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? So. Ich muss Unuratu danach fragen. Genau. Wir haben jetzt Ansturm des Pumas. Sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Sehr nice. Aber mal, jetzt sitze ich nochmal hin. Guck mal, ob wir noch was upgraden können. Yes, das brauchen wir aber gerade nicht. Da können wir was upgraden. Die Waffe nehmen wir ja, und zwar die Mündungsbremse. Leite die beim Feuer ausgelösten Treibgase um den Rückstoß und das Anheben des Laufs zu reduzieren. Ah, und wir können wieder was. Gegengewicht, Die beschwerte Mündung stabilisiert die Waffen beim Abfeuern und reduziert den Rückstoß. Nochmal was geil. So. Der lederumwickelte Griff ermöglicht einen komfortablen Halt und gleicht den Rückstoß besser aus. Ergonomischer Griff. Nice. So. Okay, aber ansonsten ist hier nichts. So. Dann gehen wir mal wieder. Das untere Teil ist beschädigt. Woher soll ich wissen, was das bedeutet? Es könnte alles heißen. Was? Ja, ich weiß auch nicht. So, jetzt schwimmen wir wieder ein bisschen. Aber geben gleichzeitig richtig Gas. So. Alright. Okay. Lara, falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Aha. In eine Höhle sind sie gegangen. Ah, da. Könnte das die wohlbesagte Höhle sein? Let's find it out. Naja, scheint so zu sein. Können Sie uns unterstützen? Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren.
Edsley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Aha. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Genau, Jonah. Ich werde die hier rausholen. Ne? Ja. Kannst du aber wissen, du. So, was haben wir hier? Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. So, dann schauen wir mal. Erstmal müssen wir wieder hier raus. Das ist ganz wichtig. Ja. So. So, wo sind denn hier die Männer? Die Mannequins. Wir müssen so oder so hier hin. Okay. Ach ja. Und bei Tiddy kann man es echt aushalten, muss ich echt sagen. Richtig, richtig toll. So. Okay. Ich muss darüber. Führt kein Weg vorbei. Verflucht sollen sie sein. Okay. Komm. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukul Khan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Ja. Wahrscheinlich so. Dann gucken wir mal weiter. Alter, hallo. So, okay. Müssen wir hier weitergehen? Ah, ich glaube, hier habe ich schon den nächsten gesehen. Ja. Ich werde nicht betteln. So. Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Wow. Okay. So, dann schauen wir mal weiter. Wo der nächste One ist. Ah ja, vielleicht da oben schon. Ist er da unten? Nein, das ist da oben. Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint. Ah ja. So. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja. Ich wurde befreit. Genau. Du wurdest befreit. Und Abmarsch. So. Wo sind denn die... Der nächste, es muss auch hier irgendwo sein.
Wir probieren es mal, ob er hier oben sich irgendwo aufhält. So. Hier vielleicht? Nö. Nö. Feiglinge. Ah, warte. So. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. So, jetzt können wir wieder zu Puma. Poma. Puma ist es ja. Puma. Jetzt können wir wieder zu Puma zurückkehren, ja. So, da springen wir mal hier runter. Hoppala. Ja, die Lara kann ich aber trotzdem gut abfangen, muss man schon sagen. Das ist alles gar kein Problem für sie. So. Okay. Hier müssen wir lang. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Holz haben wir voll. Okay, super. Das ist gut. Das ist wunderbar. Das ist super. Das ist wunderbar. Ole, ole. So. Okay, wir müssen wieder da oben hin und dann durch die Höhle, durch den Höhleneingang auf jeden Fall. Der müsste jetzt hier gleich sein. Wenn ich mich nicht irren dünde. Ja, hier. Genau. So. So, wo ist er denn, der Gutste da oben? So, hallo. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Oh, was hat er denn Schönes? Wenn du mit Kolki recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Wenn der Verräter von der Höhle weiß, ist Kolki in Gefahr. Ah, okay. Der Kult wird ganz heiß sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enorm. Ja, 7 Meilen Schäfer können wir nicht machen. Das können wir auch nicht machen. Kamagas Beinschienen. Ja, aber egal, wir brauchen ja jetzt eh erstmal hier das noch. So. Okay. Ich würde sagen, machen wir dann noch. Gehen wir noch zum anderen hier. Jetzt muss ich aber echt nochmal auf die Karte gucken. Wo war das? War wieder am Arsch der Welt hier, ne? Okay, so, dann müssen wir da rüber. Bleibt ja nichts anderes übrig. Können wir uns ein bisschen beeilen? Ja, ein bisschen geht. So. So. Okay.
Schwimmen wir hier mal weiter. Ich glaube, wir sind richtig. Okay, wir gehen einfach mal da lang. Ah, okay, da geht's nicht weiter. Da haben wir Pech. Richtig? Ich wage es zu bezweifeln. So. Marchanta, 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 ja, ja. So, okay, dann gehen wir wieder hier raus. So. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, hier ist auch Schicht im Schacht. Ah, wo soll denn das sein? Ich bin jetzt leicht überfragt. Ne, wir kommen ja definitiv so. Aber da müssen wir. Es muss da oben sein. Definitiv. Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwie... Ah ja. Entschuldige, Au, aber du darfst nicht rein. Die Menge ist wütend. Wenn ich weggehe, stürmt sie los. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Kluge Strategie, Au. Hallo? Sei gegrüßt, Au. Weißt du schon? Es ist furchtbar. Schumak wurde von seinem eigenen Diener getötet. Woher kennst du Schumak? Jeder kennt Schumak. Er war mein Mentor und Geschäftspartner. Er hat mein Geschäft erst möglich gemacht. Handel in der Oberstadt ist ohne Kontakte unmöglich. Schumak hat das alles für mich gemacht. Ich finde raus, was passiert ist. Danke, Au. Okay, ja, wir finden raus, was passiert ist. Ich glaube, da müssen wir eh lang. Ja. Aber mal, hier ist auch noch einer, mit dem wir quatschen können. Wurdest du nicht über Sumaks Tod informiert? Oh doch, Au. Er war ein großer Mann. Das war er. Lass jetzt den Ruf der Trauer erklingen, der ihn ins Jenseits führt. Ja, Au. Ich spiele. Oh. Ah, die gehen ja. Jetzt ist es ruhig. Tritt ein. Okay, jetzt ist es ruhig. Tritt ein. Wie ist das passiert? Als wir ankamen, stritt Kshoko, die Herrin des Hauses, mit ihrem Diener Taruka. Schumak lag tot zwischen ihnen. Taruka war voller Blut. Hat Kshoko den Mord gesehen? Nein. Sie kam vom Markt nach Hause und fand Taruka über Schumak gebeugt.
Hat Taruka gestanden? Er sagt, er sei unschuldig. Aber nun bist du hier, Ao. Kaum jemand lügt, wenn die Götter ihn prüfen. Wenn er gesteht, sprich mit Pakal, dem Ermittler. Er ist oben bei der Leitung. Okay, werden wir machen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt Shadow of the Tomb Raider. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.